darf nun im Rahmen der Keynote vorweg kurz eingehen in einem Aufriss auf das neue Steuerabkommen zwischen Österreich und Liechtenstein im Rahmen der Zusammenarbeit im Bereich der Steuern. Wie bereits ja medial veröffentlicht und bekannt, wurde das Abkommen am 29. Jänner von den Regierungsvertretern, unter anderem von der Frau Bundesminister, unterzeichnet. Und in Österreich ist auch schon die parlamentarische Behandlung im Gange. Das heißt, der Nationalrat hat am 20. März auch das Abkommen bereits genehmigt. Nach Abschluss der kompletten parlamentarischen Behandlung in Österreich und Liechtenstein soll das Abkommen dann am 1. Jänner 2014 in Kraft treten. Weite Teile dieses Abkommens basieren ja auf dem bereits in Kraft getretenen Abkommen zwischen Österreich und der Schweiz. Was sind die Ziele des Abkommens? Zum einen die Einhebung österreichischer Steuern von österreichischen Steuerpflichtungen mit einer Verbindung zu Liechtenstein für die Vergangenheit in Verbindung mit einer Amnestie. Gleichzeitig soll aber auch die zukünftige Besteuerung von Vermögen von österreichischen Steuerpflichtigen in Liechtenstein sichergestellt werden und nicht zu guter Letzt, eine Spezialität des liechtensteinischen Wesens ist ja auch das Stiftungswesen und hier wurde im Unterschied zur Schweiz sozusagen auch eine Komponente für die liechtensteinischen Stiftungen im Abkommen implementiert. Zu guter Letzt wurden auch Kontrollmechanismen implementiert, damit sozusagen die Besteuerung aus österreichischer Sicht insbesondere sichergestellt ist. Wer fällt nun unter das Abkommen? Es ist betroffen Kapitalvermögen im weiteren Sinn von in Österreich am 31.12.2011 steuerlich ansässigen Personen, die entweder direkt veranlagt sind in Liechtenstein als Vertragspartner oder Nutzungsberechtigte bei einem Konto oder einer Depot bei einer Bank in Liechtenstein oder indirekt eben über eine zum Beispiel liechtensteinische Stiftung oder Anstalt, die von einem liechtensteinischen Treuhänder verwaltet wird. In diesem Fall ist nicht nur das Vermögen bei liechtensteinischen Banken betroffen, sondern alle weltweiten Konten und Depots, die in so einer liechtensteinischen Vermögensstruktur verwaltet werden. Nicht betroffen vom Abkommen sind einerseits Konten und Depots bei Banken in Österreich, die einem KEST-Abzug unterliegen, also beispielsweise wenn eine liechtensteinische Stiftung eine österreichische Bankverbindung unterhält mit KEST-Abzug. Nicht betroffen sind des Weiteren auch Konten und Depots bei Schweizer Banken, die bereits im Rahmen des Schweizer Abkommens regularisiert worden sind und nicht betroffen sind auch sogenannte Non-Bankable Assets, die von solchen Vermögensstrukturen gehalten werden, also zum Beispiel Immobilien, direkte Unternehmensbeteiligungen, die nicht depotfähig sind, aber auch Inhalt von Schließfächern, also insbesondere zum Beispiel physisches Gold. Das Abkommen sieht nun eine Reihe von relevanten Stichtagen vor. Zunächst, wie bereits ausgeführt, die steuerliche Ansässigkeit in Österreich am 31.12.2011. Das heißt, ein Stichtag in der Vergangenheit. Damit können natürlich auch Steuerpflichtige vom Abkommen betroffen sein, die inzwischen aus Österreich weggezogen sind. Eine weitere Voraussetzung ist allerdings, dass an beiden Stichtagen, nämlich sowohl am 31.12.2011 als auch am 01.01.2014, eine Verbindung zu Liechtenstein mit Kapitalvermögen besteht, entweder eben über eine Direktveranlagung bei einer liechtensteinischen Bank oder eben über eine Nutzungsberechtigung zu einer liechtensteinischen Vermögensstruktur. Ist dies nun der Fall und man ist quasi im Feld in das Anwendungsbereich des Abkommens, gibt es dann einen weiteren relevanten Stichtag, der sogenannte Stichtag 3 am 31. Mai 2014. Alle vom Abkommen Betroffenen werden von den liechtensteinischen Banken bzw. liechtensteinischen Treuhändern informiert und haben dann eine Wahlmöglichkeit im Rahmen des Abkommens, entweder anonym in Form von einer Einmalabgeltung sozusagen die Steuer nachzuzahlen und die Amnestiewirkung zu erlangen oder eine freiwillige Meldung abzugeben und dann alle Vermögenswerte der österreichischen Finanzverwaltung offenzulegen und zu deklarieren. Diese Wahlmöglichkeit ist gegenüber der liechtensteinischen Zahlstelle bis zum 31. Mai 2014 dann vorzunehmen. Entscheidet man sich nun für die anonyme Einmalabgeltung, erfolgt die Berechnung anhand einer relativ komplizierten Formel, die auch schon im Rahmen des Abkommens mit der Schweiz zur Anwendung gelangte. Ein Teil dieser Formel ist der Kapitalstand am Ende des Jahres, in dem die Beziehung zu Liechtenstein eingegangen wurde, wobei der frühestmögliche Zeitpunkt, der herangezogen wird, der 01.01.2004 ist.
Der Endstand, das sogenannte relevante Kapital, ist dann der höhere Wert von den beiden Stichtagen 31.12.2011 oder 31.12.2013. Die Steuersätze, die zur Anwendung gelangen, es gibt einen Mindeststeuersatz von 15% auf das relevante Kapital, beziehungsweise wenn sozusagen nicht ein Mindeststeuersatz zur Anwendung gelangt, sondern die normale Besteuerung, beträgt der Steuersatz 30%, und über diese Formel erschließt sich der zu 2/3 auf den Wertzuwachs des Vermögens in Liechtenstein und zu 1/3 auf den Kapitalstand zuzüglich einer fiktiven Verzinsung. Das Abkommen sieht wie auch bei der Schweiz höhere Steuersätze für höhere Vermögen vor, gestaffelt von 2 Millionen Euro Kapitalständen bis 8 Millionen Kapitalständen. Das ist dann ein Höchststeuersatz von bis zu 38%. Wenn man sich aber die Fälle anschaut in der Praxis, werden die höchsten Steuersätze in der Regel eher selten erreicht. Das sind eher ausgerissene Fälle, bei denen diese Höchststeuersätze zur Anwendung gelangen. Wie ist nun die Wirkung der Einmalabgeltung? Die Einmalabgeltung schafft eine Amnestiewirkung sowohl für die Quelle, das heißt den Vermögensstamm, als auch für die Kapitalerträge bis inklusive des Jahres 2013. Und für folgende Steuern, nämlich für die Einkommensteuer, die Umsatzsteuer, Erbschaftsschenkungssteuer, Stiftungseingangssteuer, hier insbesondere natürlich relevant für die liechtensteinischen Vermögensstrukturen, Versicherungssteuer, nicht hingegen für die Körperschaftssteuer. Das kann ein Thema sein, wenn zum Beispiel Vermögensstämme aus verdeckten Ausschüttungen von Kapitalgesellschaften in Österreich stammen. Zu berücksichtigen ist auch, dass Einlagen, die nach Abschluss des Abkommens von Österreich nach Liechtenstein zufließen, keine Abgeltungswirkung zeitigen, sondern lediglich eine Vorauszahlung darstellen. Zu berücksichtigen bei der Einmalabgeltung ist auch bei der Anonymen, dass Abgeltungslücken Amnestielücken sind. Das heißt, ist das relevante Kapital am Endstand, das heißt entweder am Stichtag 31.12.2011 oder am Stichtag 31.12.2013 niedriger als das Anfangskapital, bedingt durch Entnahmen, aber auch Kursverluste, entsteht automatisch eine Lücke. Es wird nicht das ursprüngliche Anfangskapital für die Einmalabgeltung herangezogen, und das bedeutet auch in Wahrheit eine Amnestielücke im Rahmen des Abkommens. Eine Alternative zur anonymen Einmalabgeltung ist nun die freiwillige Offenlegung. Hier ist eben die Ermächtigung wahrzunehmen im Rahmen des Stichtags 3 bis 31. Mai 2014. Beziehungsweise automatisch erfolgt auch eine freiwillige Meldung, wenn sich der Steuerpflichtige zwar für die Einmalabgeltung entschieden hat, die notwendigen flüssigen Mittel in Liechtenstein aber nicht zur Verfügung stehen, um die Einmalabgeltung durchzuführen. Die Offenlegung führt dann dazu, dass alle relevanten Daten des Steuerpflichtigen bekannt gegeben werden, das heißt sowohl seine persönlichen Daten als auch die Daten des Vermögens in Liechtenstein. Die freiwillige Offenlegung wirkt wie eine Selbstanzeige im Sinne des Finanzstrafgesetzes bezogen auf die gemeldeten Konten in Liechtenstein. Stellt man nun einen Vorteilhaftigkeitsvergleich zwischen der Einmalabgeltung und der freiwilligen Offenlegung an, muss man einerseits festhalten, dass bei jenen Fällen, wo die Vermögensquelle, der Vermögensstamm aus versteuertem Vermögen stammt, dass hier die Steuerbelastung bei der freiwilligen Meldung oft geringer ist als bei der Einmalabgeltung, weil zum Beispiel Quellensteuern angerechnet werden, EU und sonstige Quellensteuern, weil auch Kosten berücksichtigt werden können für die Erstellung der freiwilligen Meldung und weil in der Regel dann auch sozusagen in gewissen Fällen einfach die Besteuerung geringer ist. Ein Problem kann sich allerdings stellen, wenn eine Veranlagung erfolgte in schwarzen Fonds. Das sind jene Fonds, die in Österreich nicht steuerlich deklariert sind. Hier kann es dann zu hohen Steuerbelastungen kommen. Genauso, wenn auf Depots in Liechtenstein hochfrequent gehandelt wurde, insbesondere in Zeiträumen, die noch unter die alte Spekulationsbesteuerung fallen, wo ja noch die volle Progression gegolten hat, das heißt Steuertarife bis zu 50%. Zu berücksichtigen ist natürlich auch, dass im Rahmen der freiwilligen Offenlegung genau diese Deckungslücken, die ich vorhin angesprochen habe, saniert werden können, weil ja dann alles offengelegt wird gegenüber dem Finanzamt und somit auch keine Amnestielücken bestehen. Ein Nachteil, wenn man so will, ist, man gibt seine Anonymität auf, weil man ja alles offenlegt. Neben der Regularisierung der Vergangenheit sieht das Abkommen eben auch Regeln zur laufenden Besteuerung ab dem 01.01.2014 vor. Wie bereits ausgeführt, hat das Abkommen ja auch stark das liechtensteinische Stiftungswesen berücksichtigt,
Und um diesem Stiftungswesen gerecht zu werden, wurde für die Zukunft auch eine Regelung getroffen, was ist eine transparente Vermögensstruktur bzw. was ist eine intransparente Vermögensstruktur. Für die Vergangenheit sieht das Abkommen nun vor, dass alle Vermögensstrukturen in der Vergangenheit als transparent berücksichtigt werden und unter die Regularisierung fallen, ganz egal, wie sie ausgestaltet sind. Für die Zukunft gibt es aber die Möglichkeit, beziehungsweise sind durch das Abkommen auch intransparente Strukturen möglich. Das spielt dann eine Rolle sowohl bei der laufenden Besteuerung der Kapitalerträge in Liechtenstein als auch bei Vermögenswidmungen an solche Strukturen und Zuwendungen von solchen Strukturen an österreichische Begünstigte. Das Abkommen definiert Intransparenzkriterien. Das ist zum einen, dass keine Weisungsbefugnis vorliegt, das heißt, weder ein Stifter noch ein Begünstigter noch einer dieser nahestehenden Personen dürfen Mitglied im Stiftungsrat sein oder in einem Gremium, welches dem Stiftungsrat Weisungen erteilen darf. Des Weiteren darf auch kein Abberufungsrecht vorliegen, das heißt, der Stiftungsrat darf weder durch Stifter oder Begünstigte oder wiederum diesen nahestehenden Personen ohne wichtigen Grund abberufen werden. Diese beiden Kriterien sind all denjenigen, die ja mit dem österreichischen Stiftungswesen vertraut sind, bekannt. Das ist auch bei der österreichischen Privatstiftung so. Das dritte Kriterium ist zugeschnitten auf Liechtenstein, das ist der Mandatsvertrag. Das heißt, als drittes Kriterium, dass keine transparente Struktur vorliegt, es darf keinen Mandatsvertrag geben, weder ausdrücklich noch konkludent. Für uns vom Berufsstand ist natürlich noch ein bisschen die Frage, wie der Nachweis gelingen kann, dass kein konkludenter Mandatsvertrag vorliegt. Aber der Sektionschef Meyer hat letzte Woche bei einer Veranstaltung der Kammer der Wirtschaftsträume gemeint, dass wir hier noch eine Leitlinie bekommen, wie mit diesem Thema umzugehen ist. Wie sieht nun die laufende Besteuerung von Kapitalerträgen aus? Es gibt zukünftig für österreichische Anleger eine Wahlmöglichkeit ab 01.01.2014. Das betrifft jetzt aber nur diejenigen, die direkt veranlagt sind in Liechtenstein oder eben die Nutzungsberechtigte einer transparenten Struktur sind, weil nur für die wird das Vermögen direkt zugerechnet. Einerseits kann man sich wiederum für die Anonymität entscheiden, dass dann führt die Liechtensteinische Zahlstelle, das heißt die Liechtensteinische Bank, eine anonyme Abgeltung durch. Der Steuersatz beträgt 25%, wobei für Zinsen weiterhin das EU-Zinsabkommen gilt und damit der Steuersatz 35% beträgt. Die Abgeltungswirkung ist vergleichbar jener der Kapitalertragssteuer in Österreich und auch das Besteuerungsprinzip ist an der Kapitalertragssteuer orientiert. Das heißt, es werden besteuert Zinserträge, Dividendenerträge, Veräußerungsgewinne, Erträge aus Investmentfonds und auch sonstige Kapitalerträge. Es ist auch möglich, auf Ebene der Zahlstände eine Verlustverrechnung durchzuführen. Alternativ kann man sich wieder dazu entscheiden, freiwillig zu melden und offenzulegen gegenüber der österreichischen Finanzverwaltung. Dann besteht allerdings eine Veranlagungspflicht in Österreich und es erfolgt dann eine Besteuerung nach österreichischen Vorschriften. In vielen Fällen wird diese Besteuerung nach österreichischen Vorschriften dann steuerliche Vorteile gegenüber der Abgeltung bringen, weil zum Beispiel unterschieden werden kann zwischen Alt- und Neuvermögen für die Spekulationsbesteuerung, weil Quellensteuern angerechnet werden können, weil Zinsen geringer besteuert werden. Aber natürlich, man gibt wieder die Anonymität auf, das ist sozusagen, wenn einem das wichtig ist, der Nachteil. Zum Abschluss noch die zukünftige Besteuerung der Liechtensteinischen Stiftung. Es ist jetzt ein Prinzip wie in Österreich, das heißt, wir haben diese Dreigliedrigkeit, einerseits den Stifter, andererseits die Stiftung als intransparentes, das heißt eigenes Besteuerungssubjekt und die Begünstigten, die Zuwendungen von der Stiftung erhalten. Für den Stifter, der Vermögen der Stiftung widmet, gibt es ein Eingangsbesteuerungssystem, vergleichbar der österreichischen Stiftungseingangssteuer. Hier wird unterschieden wiederum zwischen einer offengelegten Variante und einer Variante mit Anonymität. Bei Offenlegung aller Dokumente, aller maßgeblichen Stiftungsurkunden, Zusatzurkunden, wie auch bei der österreichischen Privatstiftung, gilt ein 5%iger Stiftungseingangssteuersatz für ordentlich besteuerte liechtensteinische Stiftungen und ein 7,5%iger Stiftungseingangssteuersatz für die sogenannten Privatvermögensstrukturen in Liechtenstein. Alternativ kann auch eine anonyme Eingangsbesteuerung erfolgen, über die liechtensteinische Zahlstelle. Diese Anonymität wird aber mit einem Zuschlag von 2,5% erkauft. Die Besteuerung selbst erfolgt dann nach liechtensteinischem Steuerrecht, weil es sich ja nun um eine intransparente Struktur handelt.
Hier gibt es einerseits die Variante der Normalbesteuerung in Liechtenstein und andererseits die sogenannte Privatvermögensstruktur. Das ist in Wahrheit eine pauschalierte Besteuerungsvariante in Liechtenstein. Wendet die Liechtensteinische Stiftung nun einem österreichischen Begünstigten eine Zuwendung zu, dann kommt ein Zuwendungsbesteuerungsprinzip zur Anwendung. Hier kann man sich wieder entscheiden zur freiwilligen Meldung, das heißt zur Besteuerung dann nach österreichischem Recht, oder zu einer anonymen wiederum Zuwendungsbesteuerung. Diese erfolgt dann wieder durch die liechtensteinische Zahlstelle, beträgt 25%, wie auch bei österreichischen Zuwendungen, was allerdings zu berücksichtigen ist, und das ist sicher ein Nachteil dann der liechtensteinischen Stiftung, ist, es gibt kein Substanzauszahlungssystem wie bei österreichischen Privatstiftungen. Das heißt, einmal der Stiftung gewidmetes Vermögen kann in der Regel nicht mehr steuerfrei rückgeführt werden an die Begünstigten. Mit diesen Ausführungen zur liechtensteinischen Stiftung darf ich meine kurze Keynote beschließen und darf das Wort an die Frau Bundesministerin übergeben. Vielen Dank.